Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Ausgabe des Kanal 3 Obersteiermark Magazins. Ob Sie in der Ballrobe oder im Faschingskostüm zusehen, mir ist alles recht. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. In einer kurzen Themenübersicht, da erfahren Sie, was wir diese Woche für Sie produziert haben. Wir waren beim 12. Fliegerball in Judenburg, haben einen neuen 180er-Gig der Woche und plauderten im Interview der Woche mit Manuela Machner, der Geschäftsführerin von Tourismus am Spielberg. Der 12. Fliegerball, der lockte auch heuer wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher in das Veranstaltungszentrum nach Judenburg. In glamourösen Roben, da wurde bis in die frühen Morgenstunden getanzt und wir haben für Sie einen Event-Scout zusammengestellt. Mitreißende Musik, glamouröse Ballroben und das ein oder andere kühle Gläschen Sekt erwarten uns hier heute im Veranstaltungszentrum Judenburg. Denn heute ist es wieder soweit. Der 12. Fliegerball lädt auch dieses Jahr wieder zur ausgelassenen Stimmung für den guten Zweck ein. Let the show begin! Herr Oberst, dieses Jahr die letzte Ballorganisation, die Sie antreten. Blicken Sie denn wehmütig auf die letzten 10 Jahre zurück? Ja, mit einem lachenden und einem weinenden Auge, logischerweise. Weinenden, weil man Kameraden, mit denen man jahrelang zusammengearbeitet hat, nicht mehr den engen Kontakt hat, dann vielleicht in Zukunft. Aber das Lachende ist, dass es ein voller Erfolg ist, vor allem in Bezug auf die Menschlichkeit und den Teamgeist, den man bei so einer Organisation kennenlernt. Dieser junge Mann wird den Fliegerball in Zukunft leiten. In der Woche des Aufbaus hatten wir auch Nachbesprechungen und alle Ballverantwortlichen haben sich bereit erklärt, Andreas Zietz auch in Zukunft zu unterstützen. Das heißt, der junge Mann wird die nächsten 20 Fliegerbälle machen. Und fühlen Sie sich dieser großen Aufgabe denn gewachsen? Natürlich. Es ist einerseits eine große Ehre natürlich, diese Veranstaltung selbst zu organisieren. Der Oberst Meier geht ja mit nächstes Jahr in den wohlverdienten Ruhestand und ich als Nachfolger habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, für einen sozialen Zweck den Ball weiterzuführen. Und da hoffe ich natürlich auf tatkräftige Unterstützung, auf weiterhin viel Unterstützung seitens der Sponsoren und natürlich seitens meiner Mitarbeiter. Herr Bürgermeister, Sie sind ja fast jedes Jahr beim Fliegerball dabei. Was macht den Fliegerball denn zu so einem besonderen Event? Ich glaube, es ist ein wunderschön organisierter Ball. Das Besondere daran ist, dass es für einen guten Zweck der Erlös dient. Und da darf ich mich beim Oberst Meier Manfred sehr herzlich bedanken und seinem Team, die immer wieder dafür sorgen, dass man in der Region sehr vielen Menschen helfen kann. Wie finden Sie die Organisation, die Bolognese, wie gefällt es Ihnen hier? Ja, die Bolognese ist natürlich wie jedes Jahr ein Highlight. Es ist großartig, die jungen Damen und die natürlich die Herren in ihrer Uniform zu sehen und wie toll und präzise diese Bolognese jedes Jahr abläuft. Natürlich von unserer Tanzschule Dietrich einstudiert, da sind wir auch sehr stolz, dass wir diese Tanzschule hier in Judenburg haben. Und auch die jüngsten Ballbesucher kommen nicht zu kurz, denn hier in der Technikerbar gibt es coole Getränke und chillige Musik. Faschingskostüm oder Ballgarderobe, was magst du lieber? Ballgarderobe. Wieso? Weil es einfach mehr ich bin und ich bin einfach nicht so der Faschingsmensch. Ballgarderobe, definitiv, ja. Wieso? Ich weiß nicht, Fasching war noch nie so mein Ding. Das ist immer unter der Woche, immer zum Arbeiten, deswegen hatte ich nie viel Zeit dafür. Also lieber am Wochenende schön anziehen, ist mal was Besonderes. Ball. Wieso? Weil es ein schöner Ball ist und man muss einfach immer sich passend dazu ankleiden. Stimmung heute? Ja, Wahnsinn, oder? Also wie jedes Jahr. Also eigentlich sehr schön, ja. Leute sind nett und wir sind sehr begeistert, ja.
Also es ist für uns ganz ein besonderes Erlebnis, dass wir da sein dürfen. Und wir kommen jedes Jahr. Es ist ganz was Besonderes für uns. Hallo, wie gefällt Ihnen der Ball bisher? Was waren denn die Highlights? Die Bolognese war total schön. Ganz ein toller Ball, ja. Die Musik, wie gefällt die Musik? Gefällt uns auch sehr gut. Also wir haben bis jetzt einen sehr guten Eindruck. Leider neigt sich dieser stimmungsvolle Abend für uns nun dem Ende zu. Das war der 12. Fliegerball. Ich hoffe, Ihnen hat der Ball genauso gut gefallen wie mir. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Wo kommt eigentlich unser Essen her? Wer sind die Bäuerinnen und Bauern, die diese Lebensmittel produzieren und zu welchen Bedingungen tun sie das? In Pölls-Oberkurzheim gab es dazu eine Pressekonferenz. Wer bestimmt eigentlich, was wir essen? Und wo kommt unser Essen eigentlich her? Unter dem Motto Bauernbefreiung, bäuerliche Landwirtschaft für Ernährungssouveränität wird die Gemeinde Pölls-Oberkurzheim am 18. und 19. Februar zum Zentrum für kleinbäuerliches Engagement. Die österreichische Bergbauern- und Kleinbäuerinnenvereinigung, kurz ÖBV, Via Campesina Austria, organisiert gemeinsam mit dem Judenburger Biostandl, der Solidaritätsgruppe Manoi und dem Pfarrhof-Projekt Eine Weltkasten dieses Wochenende und stellen dabei den traditionellen bäuerlichen Gedanken ins Zentrum. Samstag und Sonntag werden Workshops und Vorträge zu aktuellen Themen der bäuerlichen Landwirtschaft und zu agrarpolitischem Engagement stattfinden. Die Manoi-Gruppe sorgt für eine internationale Küche und ein Highlight wird bestimmt das Bäuerinnen-Kabarett »Die Miststücke«. Alle Infos zur Veranstaltung erhält man bei der Gemeinde Pölls-Oberkurzheim oder unter www.viacampesina.at. Es sind die unterschiedlichsten Talente, die auf unserer 180er-Gig-Bühne präsentiert werden. Und dieses Mal zieht Gig Nummer 29 ins Rennen. Das Argento Jugendorchester Knittelfeld unter der Leitung von Direktorin Professorin Magistra Lore Schrettner. Die präsentieren uns ihre Version von James Bond. Wenn Sie das auch so beeindruckend finden wie wir, dann voten Sie jetzt auf gig.kanal3.tv. Also wir sind das Argento Junior Orchester, wir spielen Klassik, Pop und Filmmusik. Uns gibt es seit dem Jahr 2005. Wir haben auch schon öfters im Ausland gespielt, unter anderem auch in Italien. Heuer ist unser Höhepunkt eine Ungarn-Tournee in Budapest und Eger. Und wir spielen heute James Bond. Und von uns gibt es eine Facebook-Seite, da könnt ihr gerne vorbeischauen auf Instagram ebenfalls und vielleicht auf YouTube ein Abo dalassen.
mit Unterstützung von Bund, Land und Europäischer Union. Woche für Woche treffen wir uns mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region. Und dieses Mal konnten wir wieder die Gelegenheit nutzen, um mit der Geschäftsführerin von Tourismus am Spielberg, Manuela Machner, zu plaudern in unserem Interview der Woche. Wir befinden uns heute in der Gall, genauer gesagt auf der Terrasse des Gallerhofs hier beim Skilift, und ich freue mich, die Geschäftsführerin vom Tourismus am Spielberg, Manuela Machner, begrüßen zu dürfen. Hallo Manuela, danke, dass wir die Zeit gefunden haben und dass wir uns hier treffen können. Danke Anna, schön, dass Kanal 3 sich die Zeit nimmt und dass ich für ein Interview zur Verfügung stehen kann. Manuela, seit Juli 2014 bist du jetzt Geschäftsführerin von Tourismus am Spielberg, und ich kann mich noch an ein Interview erinnern, wo du erwähnt hast, wie schön du die Region findest. Ich hoffe, das bestätigt sich noch immer. Nein, nicht nur es bestätigt sich, damals war es ja noch etwas Theorie oder die Sicht eines Außenstehenden. Inzwischen habe ich die Region sehr schätzen gelernt, und es ist noch immer so, wenn ich auf der Autobahn mich nähere und im Hintergrund der Zierwitz schneebedeckt ist und die Sonne hineinscheint, dann beginnt der Tag schon sehr gut. Das freut uns natürlich, dass du wohnst ja selbst nicht in der Region, aber dass du dieses Gefühl hast, wenn du herkommst. Du hast auch gesagt, es steckt sehr viel Potenzial. Du hast jetzt 2,5 Jahre circa Erfahrung sammeln können. Wie hat sich das bestätigt? Wie konntest du dieses Potenzial nutzen? Hast du deine Ziele erreicht? Ich glaube, meine Ziele erreiche ich nie. Also ich glaube, das liegt auch an mir als Person. Unsere Region hat total viel Potenzial für Gäste, dass sie wiederkommen, dass sie Urlaub hier machen. Das hat sich natürlich bestätigt. Im Gegenteil, es sind sehr viele Nischen gekommen, die ich vielleicht am Anfang sogar unterschätzt habe, was man daraus machen kann. Gerade so dieses Thema Wandern im Herbst, das ist ein Schwerpunkt, den wir auch aufgegriffen haben im letzten Jahr oder jetzt im Winter neben dem klassischen Skifahrtourismus, dass man sagt, man macht neue Nischen auf, so wie es das Schneeschuhwandern ist. Das sind so Dinge, mit denen wir uns beschäftigen und wo wir auch versuchen, die Region mit einem neuen Potenzial und auch mit etwas, einem neuen Geschäftsthema, nicht Geschäftsthema, einem neuen Urlaubsthema zu belegen. Das heißt, die Zwischenbilanz ist für dich eine positive. Ziel kann man noch nicht sagen. Du bist immer sehr effektiv und energisch bei der Arbeit. Das geht stetig weiter, aber die Zwischenbilanz für dich ist bis jetzt positiv? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe natürlich das Glück, wenn ich es jetzt als Zahlen mit Zahlen belegen müsste, kann ich mit Zahlen hantieren, die ja nicht allein auf meinen Fleiß oder den meines Teams zurückzuführen sind, sondern allein durch die großen Veranstaltungen am Red Bull Ring konnten wir auch im letzten Jahr wieder eine Steigerung erreichen mit 50.000 Nächtigungen mehr, 44%. Das ist etwas, davon träumt jeder Touristiker. Aber das ist natürlich nicht auf jetzt, da kann ich mich nicht selbst beweihräuchern und sagen, das ist jetzt unser Ergebnis. Was wir schon sehen, ist, dass die Nebensaisonen, sprich der Herbst, der Winter, auch zulegen. Das sind so Themen, wo ich sagen kann, okay, auch unsere Arbeit zeigt die ersten Erfolge. Stichwort große Veranstaltungen am Red Bull Ring. Seit 2016 gibt es die MotoGP Formel 1, jetzt schon wieder seit mehreren Jahren. Aber stellen wir das jetzt nicht ins Zentrum, sondern stellen wir die Gäste ins Zentrum, die hierher kommen. Vielleicht bleiben sie ein paar Tage länger, ein paar davor, ein paar danach. Was macht man denn gerne bei uns, wenn man in die Region kommt? Ja, Hauptthema sind eben die Berge. Also viele Gäste sind auch sehr überrascht, wenn sie herkommen. Viele kennen Rennstrecken bereits. Sie sind unterwegs mit dem internationalen Rennzirkus und kennen viele Rennstrecken, die irgendwo in der Pampa liegen, sage ich jetzt, wo man nichts tun kann. Und wenn sie herkommen, stellen sie fest, wow, die Gegend ist traumhaft schön. Es ist eigentlich so viel Natur, so viel Grün, so viele Möglichkeiten. Und das ist auch so ein positiver Effekt, den wir natürlich gerne nutzen. Der Effekt ist hauptsächlich auch bei den ausländischen Gästen da, weil die natürlich zu der Region noch gar keinen Bezug haben. Und das sind auch die Gäste, die gerne ein paar Nächte länger bleiben, die gerne das Wanderangebot, das Fahrradangebot oder einfach die Steiermark erkunden von uns aus. Und das nutzen wir sehr gerne, das Potenzial. Ein großes Anliegen ist ja auch immer, die Balance zu halten. So wie du sagst, neben den Großveranstaltungen am Red Bull Ring, neben der Tätigkeit direkt bei Spielberg, betreust du ja auch andere Gemeinden. Wie schaffst du es, diese Balance zu halten, um alle dementsprechend auszulasten?
Naja, es gibt eigentlich nicht die einzelnen Gemeinden als solche, sondern es gibt nur ein gemeinsames Wir. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Die Gäste kennen keine Grenze. Die Gäste können nicht sagen, hier beginnt Spielberg, hier beginnt Zeltweg, hier beginnt Egal. Die Gäste kommen in unsere Region, möchten aus einer Urlaubsmotivation, die für sie wichtig ist. Und für uns ist es wichtig, dass sie möglichst alles finden, was sie brauchen. Und da setzen wir einfach keine Grenzen. Und dadurch ist es für mich auch möglich, über diese Themen die Gäste zufriedenzustellen. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass dadurch auch die Gemeinden sich wiederfinden oder auch die einzelnen Anbieter, Ausflugsziele und so weiter, weil die einfach sehen, okay, der Gast kommt, er ist da, er ist begeistert und ich muss nicht dieses sagen, wie oft kommt das Wort Gahl, Lobmingtal, Kobenz oder so weiter vor, sondern einfach, was ist das Angebot? Das Angebot ist jetzt dann durch deine Arbeit natürlich den Gästen, den Urlauberinnen hoffentlich klar. Man kann das nachlesen. Wie klar ist es eigentlich den Einheimischen? Welches Potenzial ist hier zum Beispiel? Wir stehen jetzt hier beim Skilift. Was es hier in der Region alles gibt? Ich glaube, da haben wir manchmal schon ein bisschen einen Aufholbedarf. Wir merken, dass es sich verbessert und ich finde es ganz lustig, wenn die Leute dann sagen, boah, da tut sich ja was, obwohl die Angebote bis dato ja schon immer da waren. Es ist für uns natürlich auch eine Aufgabe, vor Ort eine gewisse Form von Innenmarketing zu betreiben. Wir haben versucht, mit so Sachen wie die Picknickaktion, also Picknick beim Wirt im letzten Jahr, Angebote zu schnüren, wo die Leute auch einmal die eigene Region aus einem anderen Blickwinkel erforschen und kennenlernen. Und das war total spannend, weil die Leute dann plötzlich gesagt haben, boah, coole Idee, und ich bin mit dem Picknickkorb an Plätze gekommen, wo ich sonst noch nie war. Das merkt man auch bei den geführten Wanderungen oder Schneeschuhwanderungen. Und für uns ist es total lustig, wenn eigentlich jemand aus der Gahl sagt, dass er noch nie im Lobmingtal irgendwo war. Also eigentlich sind wir so nah und trotzdem müssen wir noch lernen, dass wir nicht so weit weg sind. Wir unterstützen ja immer damit, Informationen weiterzugeben. Irgendwas, was du jetzt zu unseren Kanal 3 Zuseher, Zuseherinnen sagen möchtest, irgendwelche neuen Nischen, auf die man sich schon vorbereiten kann, sei es Winter oder Sommer? Ja, jetzt sind wir noch mittendrin in der Nische, wenn wir es so bezeichnen wie Schneeschuhwandern. Es ist unglaublich, da waren wir selbst überrascht. Also wir haben vor 2 Wochen eine Aktion gehabt, Schneeschuhschnuppen, das ist ein super Wort, also für alle einmal ausprobieren, 3-mal Schneeschuhschnuppen, zu sagen, in der Gahl, da konnte jeder testen und wir hatten knapp 200 Tester, die das einmal ausprobiert haben. Und in der Folge haben wir jetzt wöchentlich Schneeschuhveranstaltungen oder Wanderveranstaltungen gehabt und wir haben das Problem, dass wir eigentlich permanent ausgebucht sind und Zusatztermine anbieten. Es ist eigentlich kein Problem, aber wir freuen uns drüber. Und das Schöne ist, wenn man dann sieht, es ist unglaublich. Man beginnt mit etwas und das Thema geht auf. Und da, also so ein Paradebeispiel habe ich eigentlich noch selten gehabt. Man hat klein begonnen und jetzt haben wir Buchungsanfragen, Zimmeranfragen, Gäste, die sagen, sie möchten 3 Tage kommen, weil sie auch Schneeschuh wandern möchten in der Region. Und das ist etwas, was uns natürlich sehr freut, vor allem, weil es authentisch ist. Wir sind eine gesamte Region, die dafür geeignet ist. Man braucht nicht viel Infrastruktur, so wie es für Skilifte notwendig ist, sondern man kann Schneeschuh wandern dort, wo halt freie Gebiete sind, möglichst nicht im Lawinengebiet. Aber wir haben so viel Potenzial in dem Bereich und es ist schön, wenn die Gäste das erkennen und vor allem für uns ist es schön, weil es, sage ich jetzt einmal, auch leicht anbietbar ist. Die Gäste, die Urlauberinnen, es sind ja jetzt Semesterferien in Wien zum Beispiel. Wie sprechen die denn über unsere Region, über die Murtaler, Murtalerinnen? Ja, ich glaube, da kommt es auch ein bisschen drauf an, von wo die Gäste kommen, aber grundsätzlich sind die Murtaler, haben den Ruf, sehr, sehr freundlich, sehr offen, sehr direkt zu sein. Gleich einmal per Du, gleich einmal, wir setzen uns zusammen und machen wir was. Und das gefällt natürlich den Gästen, weil der persönliche Bezug noch da ist. Und was wir noch haben, und das unterschätzen wir selbst ein bisschen, ist, wir sind noch wir selbst. Wir verkaufen uns noch nicht. Das heißt, die Leute bei uns sind ehrlich, sie sind noch nicht so, dass sie aus, sage ich jetzt, ein Frühstück, ein Zauberfrühstück oder was auch immer machen, sondern sie sagen, so ist es und das passt. Und das schätzen die Gäste. Die Gäste sind schon oft so überfordert von Werbebotschaften, die aufgesetzte Freundlichkeit, unpersönlicher Behandlung mit dem Gegenüber, dass sie das sehr schätzen, wenn sie echte Menschen kennenlernen. Und dafür sind wir in der Region sicher Garant. Ihr präsentiert ja
uns als Region auch nach außen, du und dein Team. Jetzt denkt man sich, naja, ihr seid jetzt hier in der Region tätig, um den Spielberg. Ihr seid aber bestimmt auch in anderen Bundesländern tätig oder vielleicht sogar im Ausland, kann ich mir vorstellen, oder? Ja, wir sind eigentlich relativ viel unterwegs. Das heißt, wir waren jetzt im Jänner in Wien auf der Ferienmesse. Wir sind jetzt im Februar auf der Free, das ist eine Ferienmesse in München. Wir sind am Steiermark Frühling. Wir waren auf der RDA in Köln letztes Jahr und in Zürich. Also wir sind schon sehr viel unterwegs vor Ort bei Gästen, teilweise bei Messen, teilweise bei Veranstaltungen. Und das gibt zwei Gründe. Das eine ist, man wirbt. Das andere ist, man erfährt auch da vor Ort sehr gut und sehr genau, was der Gast will. Und man sieht dann aufgrund der Reaktion des Gastes auch, wie passt das Angebot für diese Gästeschicht, für diese Zielgruppe. Und deswegen ist es auch so, dass ich bei jeder Messe und selbst dabei bin, weil ich das Feedback so wichtig finde. Weil dann sehe ich einmal, wie kommt das an. Manchmal probiert man Dinge und die funktionieren nicht und man weiß nicht warum. Und über das Internet weiß ich nicht, warum will der Gast das nicht. Und so im Gespräch finde ich es heraus. Und das ist ein wichtiger Faktor. So gibt es immer was zu tun. Wir sind jetzt aber beinahe am Ende angelangt. Ich würde dich noch bitten, den Kanal 3 Fragebogen zu vervollständigen. Und zwar meine erste Frage ist, Urlaub bedeutet für mich? Zeit. Also Zeit haben für mich selbst und einfach einmal abschalten zu können. Inspiration und Energie für meine Arbeit hole ich mir? Bei meinen Töchtern. Ich habe 3 Töchter, mit denen ich sehr gut über alles reden kann und die geben mir sehr viel Inspiration, Feedback und Kritik. Und für die Zukunft wünsche ich mir? Zeit. Also ein Faktor, den man leider immer wieder zu wenig hat und das wünsche ich mir, dass es mehr Zeit gibt, um all das zu erledigen können, was ich gerne umsetzen möchte. Das wünsche ich dir auch, mehr Zeit, vor allem auch alles Gute für die Zukunft. Auf jeden Fall auch immer Gesundheit für dich und dein Team von Tourismus am Spielberg und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und danke für das Interview. Danke, Anna, für die Möglichkeit. Jetzt sollten Sie unbedingt dranbleiben, denn diese Woche haben wir wieder 2 Gewinnspiele für Sie. Sie wollen endlich das Rauchen aufgeben oder Ihr Gewicht reduzieren? Lassen Sie sich mit Hypnose helfen. Sandra Steinberger ist die Hypnose-Spezialistin und verlost 1 Hypnose-Paket zur Raucherentwöhnung und 1 Hypnose-Paket zur Gewichtsreduktion. Nennen Sie uns einen Grund, warum gerade Sie eine der Hypnosen gewinnen möchten. Schicken Sie bis 16.02.2017 eine Mail mit Ihrer Antwort an redaktion@kanal3.tv und Einsendeschluss ist 12 Uhr. Wir haben nun ein absolutes Highlight für Ski- und Thermenbegeisterte. Wir verlosen 10-mal ein Paket bestehend aus einer Tagesskikarte für den Skilift Obdach und einen Tageseintritt in die Therme Aqualux Fonsdorf. Genießen Sie einen Winter wie damals mit dem kleinen, feinen Skivergnügen am Skilift Obdach und tauchen Sie danach ein in die Therme des Lichts mit exklusiver Sauna und Ruhewelt. Und nun unsere Gewinnfrage. Nennen Sie eine Weltcup-Skirennläuferin, die in der Saison 2016-2017 bereits am Skilift Obdach trainiert hat. Senden Sie die E-Mail mit der richtigen Antwort an redaktion@kanal3.tv. Einsendeschluss ist der 17. Februar 2017 um 12 Uhr. Einzulösen sind die Tickets bis zum Ende der Skisaison 2017. Wir wünschen Ihnen viel Glück! Der Fasching für die ganz Kleinen steht in Judenburg unter dem Motto Großer Ball der Kleinen. Wie jedes Jahr findet der Ball für die kleinen Faschingsfans im Zentrum Judenburg im Grünen Saal statt. Am Sonntag, dem 19.02. um 14 Uhr startet der große Ball der Kleinen mit einem Eintritt von 4,50 Euro und für Kinderfreunde-Mitglieder ist der Eintritt frei. Auf jedes Kind wartet ein Getränk und ein leckerer Krapfen und jede Menge Faschingsspaß. Die weltbesten Bergfilme in Judenburg.
8 beim renommiertesten Bergfilmfestival der Welt preisgekrönte Filme kommen am Donnerstag, dem 23. Februar, nach Judenburg. Jeden November werden beim Banff Mountain Film Festival in Kanada die weltbesten Berg- und Outdoor-Filme prämiert. Ein Best-of geht in Folge auf Tournee rund um den Globus und kommt heuer bereits zum 6. Mal nach Judenburg ins Veranstaltungszentrum. Infos und Karten im Bürgerservice Judenburg oder unter www.nect.at. Nicht jeder hat meinen Stil. Gut so. Erlebe den neuen CHR. Jetzt bei deinem Toyota-Partner. Toyota. Always a better way. Autofrühling im Autohaus Knoll in Obdach. Am Freitag, dem 10. März von 8 bis 17 Uhr und am Samstag, dem 11. März von 8 bis 15 Uhr. Kreischberg und Lachtal. Zwei Berge, ein Skipass. Karven und Barden auf den schönsten Pisten weit und breit. Kreischberg und Lachtal, die Lieblingssteirer. Die Lieblingssteirer. Die Rieseralm in St. Wolfgang im steirischen Zirmland ist das Skigebiet für die ganze Familie. Auf herrlichen 11 Kilometern Naturschneepisten gibt es Skivergnügen zu fairen Preisen. Funpark, Buckelpiste, Skitouren gehen, schöne Waldwege, Mondscheinrodeln oder Einkehrschwung mit Hüttengaudi. Einfach die aktuellen Live-Bilder der Rieseralm ab jetzt über die Webcam abrufen. Ein Skigebiet ganz in ihrer Nähe. Die Rieseralm, der Geheimtipp der Steiermark. Wir pflegen mit Kompetenz, Verstand und Herz. Senioren- und Pflegeheim Haus Elvira. Kleines, aber feines Skivergnügen, wie es die Erwachsenen von heute in ihrer Kindheit erlebt haben. Leben Sie die Geschichte eines Skiliftes, der Sie in einen Winter wie damals entführt. Skifahren mitten im Ort, schneesicher durch die neue Beschneiungsanlage. Lernen Sie jetzt Skifahren mit den Profis der Schneeschule Klinger. Und für Kinder gibt es einen ganz neu gestalteten Kinderbereich mit Zauberteppich und Übungslift. Alle Infos gibt's unter www.skilift-obdach.at. Wie gewohnt unsere Kurznews. Dieses Mal mit sportlichem und festlichem. Die folgenden Kurznews widmet Ihnen die Firma Swidelski, Bauleitung Murtal. Der Musikverein St. Margareten lud wieder zu einem Ball der absoluten Extraklasse. Mit einer eindrucksvollen Bolognese, choreografiert von Hemma Stabler, zum Bonnie Tyler-Hit Total Eclipse of My Heart und nach der Eröffnung durch den Obmann Kurt Meitz begann eine rauschende Ballnacht im liebevoll dekorierten Festsaal. Die Gäste wurden mit einer tollen musikalischen Umrahmung verwöhnt und so gab es feinste Tanzmusik für jeden Geschmack. Beinahe keinen der Gäste hielt es auf seinem Sitz. Alle tanzten gemeinsam und viele sogar bis zur Morgendämmerung.
Der EV Zeltweg, die Murda Alliance, deklassierten den ACE Graz mit 4:0. Dies war nicht nur eine sensationelle Leistung des Löwengoalies Andreas Brenkusch, gleich zwei Tore von Robert Koller und je eines von Christian Bobatnik und Thomas Schichel halfen, den Platz 2 zu fixieren und somit ziehen die Lions in die Playoffs ein. Auf das erste Halbfinale am 11. Februar in der Eishalle Zeltweg darf man gespannt sein und natürlich fest die in Handschuhe gesteckten Daumen drücken. Wir sind am Ende der Sendung angelangt und falls Sie einen Beitrag noch einmal sehen wollen, dann klicken Sie wie gewohnt auf www.kanal3.tv oder werfen einen Blick auf Facebook oder YouTube. Das aktuelle Programm entnehmen Sie auch gerne den Obersteirischen Nachrichten oder der Murtaler Zeitung. Im Namen des gesamten Kanal 3 Teams bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und haben Sie es gut.